Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Bayern im Heiligen Römischen Reich am Start. Ja, und diese Bayern haben ja aufgrund des Krieges zwischen Ungarn und Venedig hier zwei Provinzen aus der Schweiz abgegriffen, St. Gallen und Graubünden. Und ja, wir sind recht gut damit gefahren. Ne? Wir haben zwar ein bisschen aggressive Expansion gefangen, aber ja gut, das ist halt so, wenn man sich Provinzen einverleibt, die einem nicht gehören oder besser gesagt noch nicht. Ne? Wir haben ja hier jetzt die Kernprovinzerstellung durchgeführt, aber ursprünglich waren es ja nicht unsere Provinzen. Deswegen, wir haben es uns auf halblegale Art und Weise beschafft. Wir haben sie nicht gefordert. Ungarn hat sie uns ja durch den Friedensvertrag mit der Schweiz vermacht. Insofern habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen. Ja, der absolute Karlauer Ende der letzten Folge war natürlich das Ende des Krieges, wo sich Ungarn und Venedig die Hand gereicht haben und im Endeffekt der ganze Krieg eigentlich für den Arsch war, auf gut Deutsch. Ne? Das war ja eine Lachnummer. Aber es soll mir recht sein, deswegen wir sammeln fleißig weiter unser Manpower ein. Ne? Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Kiste. So, ich kann die Zeit mal wieder ein bisschen auf normal stellen. Dann schauen wir uns kurz an, wie sieht es hier aus. Wir hätten momentan sogar zwei Stimmen. Würzburg und Köln, aber Brandenburg wählt mal wieder sich selbst und bekommt von Böhmen Unterstützung. Das ist ganz toll. Und Utrecht will uns einfach nicht wählen, weshalb auch immer. Die bandeln lieber mit dem Franzosen an, aber ja gut, dann kann ich es auch nicht ändern. So, dann verbessern wir einfach mal wieder hier unsere Beziehungen. Wie sieht es da aus? Ja, wir sind immer noch etwas irritiert über den Anspruch der Österreicher auf unsere Ländereien. Den Kölner behalten wir mal. Also der hat uns jetzt hingewiesen, dass wir das Maximum erreicht haben, plus 100, aber das lassen wir trotzdem mal. Und dann würde ich sagen, dann heben wir so langsam, aber sicher mal weitere Truppen aus. Eine zweite Kanone wäre nicht schlecht und vielleicht nochmal ein paar Söldner. Nicht Söldner, sage ich schon, Fußtruppen halt, Infanterie. Ja, weil der nächste Schritt wäre ja dann zu sagen, Salzburg, da wird sich der Österreicher vermutlich bald melden und Memmingen vermutlich das gleiche, nachdem er hier Ansprüche hat. Wir müssen die zwei hier irgendwie rauskriegen, dass die auf keinesfalls der Ösi bekommt. Das wäre ganz schlecht und deswegen lasst uns Sinne machen. Auch der Pfälzer Diplomat bleibt doch mal dort. Wie sieht es da eigentlich aktuell aus? Mit den Herrschern 61 und der Kollege der Nachfolger ist ebenfalls schon 60. Also hier haben wir nach wie vor das Thema mit dem Alter. Hier könnte vielleicht sogar eine Personalunion entstehen. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. So, wir könnten eine neue Idee auswählen. Diplomatischer Unterhalt plus 1. Das würde unser Problem hier lösen, dass wir aktuell zu viele Beziehungen haben. Wir haben ja 5 und ja, gestattet sind uns 4, garantiert würde ich schon sagen. Gestattet sind 4, wir haben aber 5, was bedeutet, wir zahlen jeden Monat einen diplomatischen Machtpunkt. Für nichts eigentlich. Wir sind hier in der Technologie ein bisschen zurück, aber ja gut, nachdem wir ja nicht den Fokus haben auf Seefahrt, auf Kolonialisierung und so weiter und so fort und jetzt auch nicht die extrem große Handelsmacht sind, würde ich sagen, pfeifen wir da drauf. Wir holen uns lieber den Kollege hier, das Kabinett. Durch die Gründung eines Exekutivrats sind wir in der Lage, unsere fähigsten Diplomaten zu versammeln. Diplomatischer Unterhalt plus 1. Jawohl, bang. So, jetzt passt es. Hat natürlich nur 400 Punkte gekostet, nur ist gut. Und jetzt sieht man auch schon hier bei den nationalen Ideen, 2/3 sind schon mal durch. Mit der nächsten Idee bekommen wir diesen Bonus hier. Jährliche Legitimität plus 1, was mit Sicherheit auch kein Nachteil ist. Ne? So, die ersten Truppen sind fertig. Dann würde ich sagen, dann sammeln wir diese mal in München. Da dauert es länger natürlich, weil hier wird die Kanone gebaut. Und der Österreich ist ja auch schon mit Kanonen am Start. Das ist gefährlich. So. Werden zusammengelegt. Na, jetzt hoffentlich ist die Kanone bald fertig. Sapperlot. Was dauert denn da so lang? Na also, man muss bloß schimpfen, ne? Okay, wir behalten den in Österreich mal bei. Zusammenlegen. Halt, zusammenlegen, sage ich. Jawohl. 12.000 Mann. 8.000 Infanterie, 2.000 Kavallerie, 2.000 Artillerie. So ist recht. Kein Anführer, das ist schlecht, ne? Weil unser Mega-Anführer hat ja leider das Zeitliche gesegnet. Das ärgert mich immer noch. Leider, leider.
Was macht denn unser Nachfahre eigentlich? Der ist 10 Jahre alt mittlerweile. Also ich glaube, ich würde jetzt das Risiko eingehen, dass wir für den Krieg sogar unseren Johann den Vierten zum Anführer machen. Weil dann läuft der Krieg. Ne? Und selbst wenn er dann sterben sollte und wir für 6, 7 Jahre einen Regentschaftsrat haben, weil der Nachfahre noch zu jung ist. Regentschaftsrat bedeutet ja, ich kann dann keinen Krieg mehr erklären, aber das ist nicht so schlimm, weil der Krieg mit Memmingen und Salzburg läuft dann bereits und einen neuen werde ich vermutlich erstmal auf lange Zeit wegen aggressiver Expansion nicht erklären dürfen, für mein Verständnis. So, ich warte jetzt trotzdem noch. Ich versuche es noch ein bisschen hinauszuziehen, einfach um weiter aggressive Expansion abzubauen. Und wir haben ganz schön was aufgeladen. Und wenn wir uns die zwei holen, das Problem ist, das sind Reichsprovinzen. Provinzen im Reich erhöhen nochmal zusätzlich die aggressive Expansion. Wenn ich jetzt eine Provinz mir einverleibe, die kein Mitglied des Reiches ist, wie hier drüben zum Beispiel. Ne? Da sieht man hier kein Mitglied im Reich. Da ist die aggressive Expansion wesentlich geringer. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Also innerhalb des Reiches, wenn man Reichsprovinzen bekommt, dann ist es ganz übel. Nächste Berater, der gestorben ist, Sabalot. Na, das ist uninteressant. Was sind meine Berater? Hier sind sie, ne? Diplomatisches Geschick, ja. Oh, Mensch, bessere Beziehungen, oh. Aber der ist so teuer. Der kostet 4,8 Dukaten Unterhalt im Monat. Oh. Wie soll ich mir den leisten? Der kostet 1,2, das heißt, ich muss irgendwo... Nee, es geht nicht. Kann ich mir nicht leisten. Ah, das tut jetzt echt weh. Das tut jetzt echt weh. Der wär's nämlich. Da wird's... Oh, der wäre richtig schön. Wo kriege ich jetzt Geld her? Am Sold kann ich nicht einsparen. Ich will gleich Krieg führen. Das ist eine schlechte Idee. Handel gibt's schon 1,7. Wien ist unser Handelsplatz. So. Da haben wir 16% Anteil. 16%. Handelseinfluss 43,6. Ja, wir verdienen 1,7 Gold. Ja, aber ich kann es im Moment nicht... Ich kann es nicht steigern. Naja. Dann ist es halt so, ne? Kann ich nicht ändern. Wie sieht's mit der Wahl aus? Oh. Oh. Wir haben 4 Stimmen, Freunde. Stirb. Ferdinand, der Erste von Habsburg, stirb. Ach, mit 40. Ja, das ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber... Oh, verdammt. Ne? Jetzt hätten wir die Stimmen. Jetzt. Nur jetzt stirbt er nicht. Das ist so zum Heulen. Aber echt. Verdammte Axt, doch echt. Stirb, du Österreicher. Stirb, du Österreicher. Ne? Ich weiß, es ist voll gehässig jetzt, aber hey, ich will Kaiser werden. Was ist jetzt los? Der König wird krank. Johann der Vierte ist krank geworden. Nein! Bayern bekommt mächtige Adlige bis 1596. Wenn er nicht vorher stirbt. Nationaler Steuermodifikator, was? Bayern bekommt mehr monatliche Autonomie. Heißt das, der... Oh, oh. Scheiße, wenn der jetzt stirbt, dann ist ganz blöd. Dann muss ich ja eigentlich jetzt den Krieg erklären. Mach mal das blöde Fenster weg. Pass auf, ich mache noch schnell zum Anführer mit so einem kranken Kini als Anführer. Ja, ja, auf geht's. Oh mein Gott, ey, was eine Nulpe. Ah, ich wollte eigentlich einen Belagerungsbonus. Ja, du bist ja der Held. Auch noch Fernkampf 3, weißt du? Das kann natürlich nicht Nahkampf sein. Nö, Nahkampf 3. Nein, nein, nein. Das geht nicht. Nahkampf. So ein Mist. Dann muss ich jetzt schauen, dass ich den Krieg erkläre. So, Österreicher geht nach Hause. Salzburg. Du bist verbündet mit Memmingen. Krieg. Eroberung von Salzburg. So, dann machen mit. Würzburg und die Pfalz. Soll ich da jemand mit den Krieg holen? Ich hol die Pfalz mit. Das ist eine gute Idee, weil dann stimmen die vielleicht auch noch für mich. Krieg. So einfach ist es. Jawohl. So. Steuermodifikator. Ach. Ja, Autonomie haben wir schon ewig viel. Ne? Monatlich 005. Nee. Also, ach so, wenn er stirbt bis Mai 96, dann gibt es den Modifikator oder was? Na gut. Er ist ja noch nicht gestorben. Ne? Also, was soll's? Krieg, Freunde. Jetzt gibt's, glaube ich, ich vermisse meinen alten Anführer, der war mega.
Der war richtig klasse, der alte Anführer. So, gut. Also die Jungs hätten wir aufgeraucht. Truppen zusammenlegen. Memmingen unterstützt Salzburg. Ja, Pfalz tritt bei. Und Salzburg entscheidet sich auch für den Heretico-Akt in Salzburg. Haben wir ja auch gemacht, ne? So, pass auf, du machst hier flotte Belagerungsabspaltung. Ne, dann bleiben 4000 Leute hier zum Belagern. Und mit dem Rest ziehen wir jetzt nach Memmingen und bashen den Rest hier weg vom Schützenfest. Kein Stack-Vibe, unglaublich. Oh, okay, da hat jetzt die Pfalz Stack-Vibe gemacht. Österreich erklärt Salzburg den Krieg. Ja, Freunde, da seid ihr ein bisschen spät dran, glaube ich. da kommt er zu spät. Das tut mir ja sehr leid. Jetzt hat Österreich Salzburg den Krieg erklärt. Sehr witzig. Nee, da waren wir zuerst da. Ja? So, aber ich kann ja dann zumindest... Nee, ich brauche die Beziehung eigentlich gar nicht verbessern mit Österreich. Pfalz wählt immer noch nicht uns, obwohl wir mit ihr gemeinsam im Krieg sind. Ey, das sind doch solche Heuler. Hanebüchen da, Hanebüchen. Da fällt einem nichts mehr ein. So, belagert mal schön hier, Freunde. Oh, ich hoffe mal, dass das jetzt nicht zu viel aggressive Expansion gibt. Ansonsten kriegen wir eine dicke Koalition gegen uns. Dann wird es vermutlich sehr bitter. Aber ich fürchte, ich muss wahrscheinlich beide nehmen. Ansonsten kommt Österreich und schnappt sich einen von beiden. Das will ich nicht. Das will ich auf keinen Fall. Bedeutender Mann in unserer Nation ist gestorben. Naja, es war ja nicht der Monarch, also von dem her. Oh, wir haben in Memmingen schon den Mauerdurchbruch. Memmingen ist bereits unser. Dann fehlt nur noch Salzburg. Komm, die holen wir uns auch noch, die Burschen. Nimm mit. Holen wir uns Memmingen, dann fühle ich mich gleich wie zu Hause, ne? Menschenskinder, jawohl, alles erfolgreich belagert, sehr schön. Oh, da drüben gibt's Kloppe, was ist denn da los? Nanu, Burgund ist im Krieg? Mit wem? Mit, oh Gott, mit Frankreich, Ferrara, Mailand und Neapel. Ja, servus. Ja, die können ihm nur leid tun. Frankreich, mhm. Nanu? Ist das ein Witz, oder? Das glaube ich ja gar nicht. Was ist denn das für ein Krieg? Angreifer gegen die Bretagne. Französische Eroberung von Loire. Ich hoffe mal, man spricht so aus. Also ich habe nie Französisch gehabt, deswegen wundert euch nicht. Das will der Franzmann also haben, oder wie? Mhm. Ja, mei, gell. Warum nicht? Hat er einen Anspruch drauf fingiert? Hm. Ja, da glauben jetzt alle mit, wa? Nur der Engländer ist nicht dabei. Ja, viel Spaß, verheizt alle eure Truppen. Das soll mir recht sein, absolut. So, wie ist meine aggressive Expansion? Ist die zurückgegangen? Oh, der große Staatsmann Friedrich II. Von Hohenzollern von Brandenburg ist gestorben. Die Staatsehe ist vorüber. Wir haben noch 15 aggressive Expansion. Okay, bei Böhmen haben wir 24. 24 Mailand. Burgund. 15. Oh, das wird eng, glaube ich. Wenn ich da jetzt so annektieren anfange, das... Oh, das wird verdammt eng. Oh, ich dachte... Oh, das... Ah, ja, das gibt eine Koalition. Diplomat abberufen aus Brandenburg. Nächste Staatsehe wird uns angeboten aus Brandenburg. Gut, bei dem interessiert unsere aggressive Expansion nicht, weil er weit weg ist, ne? Deswegen ist die auch so gering. Habe ich ja auch schon mal gesagt, je näher du dran bist, desto schlimmer ist es eigentlich. Ja, ich sehe keinen Grund, warum ich es nicht machen soll, die Staatsehe. Okay, alles klar. Brandenburg liebt mich noch mehr, juhu. Genau, 95 plus, so ist recht. Mensch, wenn der Österreicher jetzt stirbt, ich würde so ein Fass aufmachen, ich würde so feiern. Okay, also Friedensverhandlungen. Zuerst mit Memmingen, ne? Frieden verhandeln. Haben will. Boah, 15,6, Alter. Mein Gott. das kann ich nicht bringen. 15,6. Man sieht hier, diese Länder, die unten dran stehen, würden einer Koalition vermutlich beitreten. Oh Gott.
Sachsen, Aachen, Frankfurt, Kleve, Böhmen. Oh, ist das übel, ey. Ah, ist das... Kann ich nicht machen? Kann ich dich zum Vasall machen? Oh, das wären 10,4. Wäre noch nicht ganz so schlimm. Ja, komm, weißt du was? Ich mach die zum Vasall und du zahlst noch ein bisschen Geld in unsere Kriegskasse. So, okay, Memmingen ist jetzt unser Vasall. Jetzt haben wir natürlich wieder plus 1 wegen zu viel Beziehung. Aber hey, kann ich dann auch nicht ändern. Das ist mir dann auch wurscht. Oh, verdammt. Verdammte Axt, oh, echt. Naja, schon 30 aggressive Expansion. Oh, oh. Heute, der Krieg ist wieder vorbei da drüben, oder? Tatsächlich? Waffenstillstand? Hoi. Was ist los, Freunde? Frankreich, Krieg zu Ende, wa? Oh. Ich glaube, Frankreich hat verloren. Die haben nochmal eine Provinz verloren. Ja, Sackelzement, wie sind denn die alle drauf? Das geht ja gar nicht. Na schön. Hm. Ja, dann wollen wir mit Salzburg noch verhandeln. Oh mein Gott. Nochmal 8,8. Oh, ei, ei, ei. Naja, gut, Salzburg war das Kriegsziel. Vermutlich gibt es deshalb weniger aggressive Expansion. Oh, das sind schon einige dabei, die da mitmachen, ne? Kann ich Salzburg auch vassalisieren? Ach scheiße, okay, Österreich ist ja im Krieg. Dann würden wir direkt in den Krieg reingezogen werden mit Österreich. Ja, das ist eine schlechte Idee. Das machen wir nicht. Dann holen wir uns lieber Salzburg und hoffen und beten, dass hier niemand so kühn ist und in diesen Krieg oder in diese Koalition eintritt. Naja, so viel Glück haben wir nicht. Die werden eintreten in die Koalition. Ist mir wurscht, das Risiko gehe ich jetzt ein. So, bam, meins. Schweiz, länger kein gültiger Rivale. Okay, Kernprovinz erstellen. Machen wir. Vasallen zählen übrigens nicht zur Überdehnung, ne? Nur so viel zur Info. So, dann wollen wir mal, ja, beten und hoffen jetzt. Oh mein Gott. Wir haben einen, oh Gott, wir haben nur noch einen Rivalen, Venedig. Wir müssen uns neue Rivalen suchen. Schweiz ist mittlerweile so klein. Das zählt nicht mehr. Oh, die sind aufgebracht, ja, ja. 77 aggressive Expansion. Oh Gott. Hilfe. Selbst Österreich hat schon 44 abgekriegt. Schwierig. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das wird hässlich doch. Echt. Das wird hässlich. Oh, ich könnte Burgund wählen. Das ist ja spannend. Ich könnte Burgund als Rivalen wählen. Das mache ich. Das mache ich sogar. Burgund. Weil dann habe ich definitiv Österreich an meiner Seite gegen Burgund. Das würde eventuell sogar ein Bündnis mit Frankreich ermöglichen. Aber gut, ich will jetzt nicht schon wieder irgendwelche verrückten Sachen machen. Hm. Was mache ich mit Mailand? Ich bin am Überlegen, ob er Mailand oder... Oder vielleicht sogar Böhmen nehmen sollten. Aber sag mal, solange Böhmen noch... Na, ich bin da noch vorsichtig. Ich will Böhmen nicht unnötig reizen, weil die haben krasse Bündnisse. Wir wissen es. Die haben Brandenburg. Das ist gut, Brandenburg wäre jetzt nicht so schlimm. Die haben Sachsen. Ja, die Kombination ist natürlich nicht wirklich prickelnd. Und sie haben das Osmanische Reich. Das ist... Ja, ganz übelst. Aber Mailand wäre eine Option. Mailand wäre eine gute Option. Ich nehme Mailand. Dann kann ich mich da unten nämlich ein bisschen austoben. Vor allem habe ich hier Zugang. Das ist eine gute Idee. Ich nehme Mailand. So. Edge-Freunde. So schaut's aus. Jetzt haben wir Venedig, Burgund und Mailand. Haben wir halt seinerzeit ganz umsonst die Beziehungen verbessert. Aber hey. Mein Gott. Ist ja wurscht, ne? So. Dann. Wenn wir... Ja, an dieser Stelle, mein Gott, ich stelle fest, wir sind ja schon wieder am Ende einer Folge, Freunde, ne? Deswegen würde ich sagen, nutzen wir die Gelegenheit, machen an dieser Stelle Schluss und freuen uns gespannt. Ja, der Dinge, die da kommen, vermutlich eine Koalition, das wollen wir allerdings erst beim nächsten Mal erfahren. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, wie immer hier bei Europa Universalis. Denkt mir an den Daumen hoch, ne? Nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich nochmal und wünsche euch bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.